LADT, den Latin American Dancing Tutorials. Mein Name ist Roman Levitas und in der heutigen Folge wird es um die Bewegung bzw. die Nichtbewegung der Schultern gehen. Viele Anfänger haben eben das Problem, dass wenn sie versuchen Körperbewegungen zu tanzen, dass sie dann ihre Schultern mitbewegen. Ja? Und es gibt so einige Punkte, die unsere Bewegung im Raum oder auch im Körper begrenzen. Und heute sprechen wir quasi über die zwei wichtigsten. Ja? Der erste Punkt, der ist eigentlich immer da, außer wenn wir springen, das ist der Boden. Ja? Und der zweite Punkt, ja, ist so, oder die zwei oberen Punkte, das sind quasi unsere Schultern. Ja? Und oft ist das halt so, wenn die Anfänger zum Beispiel Cuban Rocks tanzen, dass sie halt ihre Schultern mit dem Körper mitbewegen. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Immer wenn die Seite nach hinten arbeitet, dann sollte die Schulter im Vergleich zur Seite nach vorne arbeiten, relativ gesehen. Ja? Sie sollte sich aber natürlich nicht nach vorne bewegen, sondern räumlich sollte sie da bleiben, ja? Aber muskulär bewegt sich die Schulter zur Seite relativ zur Seite gesehen vorwärts, denn die Seite geht hier auch rückwärts. Okay? Ich erkenne immer, wenn jemand seine Arme extrem oder sagen wir es mal so, seine Hände immer extrem mitbewegt, daran erkenne ich, dass sich die Schulter auch desjenigen auch bewegt. Es braucht nicht so viel zu sein, ja, aber an den Händen erkennt man das halt. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel Rumba Walks tanzt, ja, und die Schultern mitbewegt, dann bewegen sich die Arme halt auch mit und vor allem die Hände. Man sollte immer versuchen, wenn man zum Beispiel Rumba Walk tanzen möchte, sollte man versuchen, den Rahmen zu halten. Das heißt, die Hände bleiben so stark wie möglich am Platz. Natürlich bewegen sie sich ein bisschen mit, abhängig davon, wie stark ich meine Schulterblätter arbeite. Das heißt, bei kompletten Anfängern, die noch nicht wissen, wie man mit den Schulterblättern arbeitet, sollten sich die Hände auch noch weniger bewegen. Denn die erste Aufgabe für einen Anfänger sollte es eben sein, einfach nur den Körperaufbau zu halten und das Gewicht zu transportieren. Ja? Das heißt, hier dieser Teil sollte möglichst ruhig bleiben und somit auch die Arme und die Hände im Rahmen. Okay? So, und dann gibt es aber natürlich noch Sachen, wo man seine Schultern tatsächlich mitbewegen kann. In dem Fall sind es halt die Drehungen, weil da starte ich mit meinem Schultergürtel, ne? Und wenn ich dann gedreht habe, dann muss ich meine Schultern in Gegenbewegung bringen, um wieder zu bremsen. So, das war's auch schon. Kurz und knackig diesmal. Achtet bitte auf eure Schultern, das ist verdammt wichtig, damit ihr balanciert stehen könnt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Dann abonniert meinen Kanal, liked das Video, teilt es mit euren Freunden auf den sozialen Netzwerken und schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt LADT, die Latin American Dancing Tutorials.